Diesmal geht's um John Bedinis Galarstrahlerfindung. Ja, habe ich heute den Tipp bekommen vom Kupferditsche. Vielen lieben Dank nochmal. Wie immer sehr faszinierend. Ich glaube, das haben sie schon 95 patentieren lassen, also schon Ewigkeiten her. Ne? Aber trotzdem, ja, bis zu mir ist es jedenfalls noch nicht durchgedrungen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Im Grunde geht es eigentlich nur darum, dass wir zwei Ferritmagnete haben. Ja, das sind diese Ferritmagnete oder Keramikmagnete. Ja, die müssen wir jetzt mit Nord und Nord zusammenpappen. Ich weiß nicht, ob es mit Neodym-Magneten auch geht. Ich weiß nicht, ob das 1995 schon so verbreitet war mit Neodym-Magneten. Ich meine, die hier, es geht zwar schwer, aber man kann sie zusammenpressen. Mit Neodym wird es ein bisschen schwerer. Okay, leimen wir sie erstmal zusammen. Bisschen schief, aber müsste auch funktionieren. Nee, funktioniert nicht. Ich brauche es ganz gerade. Okay, ich mache noch einen. Gut. Na, wollen wir es mal noch ein bisschen grob isolieren. Ne? Also ein bisschen Isoband drumherum wickeln. Und jetzt Draht drauf wickeln. Ja, so ungefähr 50 Windungen. Mal gucken, wie viel ich drauf kriege. So schaut die Spule dann aus, wenn sie fertig ist. Ne? Also ich habe keine ganz 50 Windungen drauf gebracht. Ich weiß nicht, ein paar 30 oder 40 vielleicht, wenn es hochkommt. Das ist auch 0,40er Draht, was ich hier habe. Ja, und dann steht ja hier, gepulsten Gleichstrom braucht es. Ja, wie macht man gepulsten Gleichstrom? Die Bedini-Leute wissen natürlich, wie man gepulsten Gleichstrom macht. Ne? Ganz einfach geht es auch mit einem stinknormalen kleinen Elektromotor. Der hier ist gerade aus einer kleinen Eisenbahn. Ja, und dadurch, die ja hier hinten drin so einen Kollektor haben und immer da ihren Strom hin und her wechseln, entsteht da auch so eine Art gepulster Gleichstrom. Ja. Gucken wir mal, wie es sich verhält, wa? Ob hier wirklich dieses Galarennadelsträhle, wie ist die Mehrzahl von Strahl? Strähle? Ah, muss ich mal gucken. Ob das dann wirklich so ist, ne? Also theoretisch müsste der jetzt hier oben rausfeuern, da müsste jetzt dieses galare Strahl nach unten natürlich genauso, ne? Na, gucken wir mal. Erstmal mit 9 Volt probieren. Der dreht ordentlich. Ja, und das ist einfach nur eine Spule, ne? Also einfach nur Draht, ganz, ganz dünner Draht mit ganz, ganz vielen Windungen. Ich habe davor noch eine Gleichrichterbrücke gemacht, ein paar Kondensatoren, weil ich ziemliche Hochspannung hier erwartet habe. Naja, gucken wir mal erstmal, wie es sich hier mit 9 Volt verhält. Ne? So, also Strahl, wo bist du? Im Strahl. Ein bisschen leuchtet es schon rot, ne? Aha. Ein kleines bisschen leuchtet es, ne? Okay, wie verstärkt man Strähle? Ach, Mehrzahl von Strahl. Mit dem Ferritkern, ne? Okay. Fertig. Aha. Sehr schön. Okay. Na gut, geht ziemlich bescheiden mit 9 Volt, ne? Aber funktioniert. Das soll's ja erstmal. Na gut, nächster Test. Nächster Test ist aufgebaut. Jetzt habe ich die Spule an den Ausgang von dem Bedini-Motor gehangen. Ja, nicht lachen, ne? Also ich habe keine normalen Bedini-Motoren mehr da. Die habe ich alle für was anderes eingesetzt und hier wollte ich Hochspannung damit kreieren. Ne? Also, Ja, mal gucken, wann das noch funktioniert. Jetzt brauchen wir aber erstmal nur den Bedini-Ausgang für unsere Spule hier. Okay, starten wir mal.
Läuft. Okay. Nochmal. Strahl, wo bist du? Ein bisschen Hand weghalten. Ah. Du bist jetzt noch gar nicht ganz drauf. Ich habe noch ein bisschen Platz dazwischen. Mhm. So, was ist, wenn wir ganz drauf gehen? Der ist ja schon ordentlich hell. Mhm. Da haben wir aber gar keinen Ferritkern in der Mitte drin. Also Ferrit. Ja gut. Mit Bedini-Ausgang geht es besser als mit so einem kleinen Gleichstrommotor. Ne? Schön. Ist das eigentlich was, wenn man mehr Ferritkerne reintut? Hat der auch gut passt, das ist heller geworden. Gut, fein. Und zum Abschluss ein schöner Hochstrommotor für 12 Volt. Geht ganz schön los, das Teil. Okay, dann gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich das denke. Wunderbar. Halt immer kompliziert mit nur einer Hand und jetzt, ich bin nur, da ist er, ui, ich merke das auch in der Hand, krass. Heftig. Hier ist ein übelster Luftstrom. Naja. Schönes Spielerei-Ding. Der Stellar-Stahl. Alles machen. Dann wurde noch ein Experiment mit Audio-CDs beschrieben. Ja, also könnt ihr ja zu Hause mal ausprobieren. Man sollte zwei Audio-CDs nehmen, komplett identische, die vorher mal anhören, ja, was man hört, wie die so sind. Dann soll man eine von denen nehmen und eben diesen Skalarstrahl schön gleichmäßig mal drüber fahren. Ja. Am besten eine kleine Drehvorrichtung bauen, damit das alles schön gleichmäßig ist und dann nochmal schauen und nochmal hören, wie die CD jetzt klingt. Ja, ich weiß nicht, was dabei rauskommen soll, keine Ahnung. Kann mir natürlich nur vorstellen, dass die Qualität dann von dieser mit Skalarbeam bestrahlten CD viel, viel schlechter ist als die originale. Aber wer weiß, was wirklich dabei rauskommt. Könnt ihr ja ausprobieren.